Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer öffentlichen Anhörung und eröffne die Sitzung. Ich begrüße den parlamentarischen Staatssekretär, Herrn Zierke, und begrüße die Mitglieder des Ausschusses, begrüße die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse, die Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Und ich begrüße natürlich Sie, die Sachverständigen, die heute für unsere Anhörung da sind, und würde alle noch mal aufrufen. Herr Markus Dostal vom Projekt Petra GmbH aus Schlüchtern, Herr Dr. Björn Hagen vom Evangelischen Erziehungsverband aus Hannover. Ich begrüße Frau Gela Schindler von der Kanzlei HKS aus Heidelberg, Dr. Carmen Thiele vom Bundesverband der Pflege- und Adoptivfamilien hier in Berlin. Ich begrüße Frau Dr. Friederike Wappler von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Ich begrüße Professor Dr. Reinhard Wiesner aus Berlin. Und ich begrüße Frau Regina Offer, Vertreterin der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Herzlich willkommen hier bei uns im Ausschuss. Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung im Internet übertragen wird und in der Mediathek auf der Homepage des Deutschen Bundestages bereitgestellt wird. Es wird ein Wortprotokoll erstellt, welches im Internet abrufbar ist. Außerdem sind Bild- und Tonaufzeichnungen anderer Personen hier zur Sitzung nicht gestattet. Anderes gilt natürlich für die Pressevertreter. Ebenso bitte ich, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen zu verzichten. Und ich weise weiterhin darauf hin, dass die Stellungnahmen der Sachverständigen im Internet eingestellt wurden. Wir kommen zum Ablauf der öffentlichen Anhörung. Die ist wie folgt vorgesehen: Eingangsstatements der Sachverständigen von jeweils 3 Minuten, anschließend dann eine Fragerunde von 60 Minuten. Bei diesen Frage- und Antwortrunden wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Zu Beginn der Wahlperiode haben wir uns darauf verständigt, dass die Fragekontingente der Fraktionen der CDU-CSU und der SPD-Fraktion jeweils auf 2 Blöcke zu verteilen sind. So werden wir es auch heute handhaben. Wir beginnen nun mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke zur Änderung des 8. Buches Sozialgesetzbuch auf der Bundestagsdrucksache 19/17091 und zum Antrag der FDP-Fraktion Heranziehung von Pflegekindern auf der Bundestagsdrucksache 19/10241. Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstatement von jeweils 3 Minuten. Sie sehen hier alle oben die große Uhr, die auch am Ende der 3 Minuten einen lauten Gong hat. Und dann ist natürlich die Zeit für diese 3 Minuten begrenzt. Und ich werde Ihnen dann natürlich, Sie können dann natürlich den Satz noch zu Ende formulieren, das ist völlig klar, und da bin ich auch großzügig, aber trotzdem müssen wir uns an der Zeit orientieren. Ich bitte nun zunächst den Herrn Dostal um sein eigenes Eingangsstatement. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hört man mich? Ja. Ja, zum Antrag der FDP-Fraktion ist Folgendes zu sagen. Die Finanzierung der Jugendhilfe ist ein großes Thema, natürlich auch deswegen, weil es so einen immensen Etat im Haushalt abbildet von 12,5 Milliarden bundesweit. Und da muss man natürlich sich die Frage stellen, wie sind denn auch diese ganzen Kosten zu refinanzieren? Deswegen hat sich der Gesetzgeber wahrscheinlich vor vielen, vielen Jahren überlegt, dass auch die Menschen, die davon einen Nutzen haben, entsprechend sich an den Kosten beteiligen sollten. Das ist auch erstmal so in Ordnung. Allerdings gibt es hier diesen Passus, dass die jungen Menschen auch zu den Kosten herangezogen werden. Junge Menschen dann, wenn sie eigenes Einkommen erzielen. Das machen sie in der Regel, wenn sie eine Ausbildung beginnen, 16 oder älter. Und dann muss man sich ja fragen, 75%, sagt der Gesetzgeber, sind als Kostenbeitrag hier abzuführen an die Kommunen. Das ist in meinen Augen eindeutig zu viel. Deswegen vertrete ich die Auffassung, man sollte diesen Passus komplett streichen und sich über andere Finanzierungsmodelle überlegen. Weil ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, was da in den Hilfen passiert,
Das ist einfach zum Teil tragisch. Die jungen Menschen sind in der Jugendhilfe jahrelang unterwegs, bekommen Hilfe, sind auf einem guten Weg in die Verselbstständigung. Und dann ist ja die Frage, was passiert dann? Eigenes Geld erzielen, damit auch wirtschaften lernen und so weiter und so weiter. Und dann müssen sie 75% ins Jugendamt abgeben und ihnen verbleibt ein kleines Taschengeld, so sage ich es jetzt mal. Das ist einfach zu wenig, das ist teilweise demotivierend. Es kommt zu Hilfeabbrüchen mit 18, die dann sagen, gut, bevor ich dem Jugendamt das Geld gebe, dann möchte ich keine Hilfe mehr haben. Das ist einfach schade. Ja? Schade deswegen auch für die ganze Investition, die man jahrelang getätigt hat für die Jugendhilfe. Das muss nicht sein in meinen Augen. Das kann man anders regeln. Deswegen vertrete ich die Auffassung, diesen Part eigentlich abzuschaffen. In dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Wirkung der Jugendhilfe ist ja nur bedingt messbar. Ja? Und wenn dann so ein Abbruch entsteht, mit 18 in der Regel, wenn dann die jungen Menschen selbst entscheiden können, ob sie weiterhin Hilfe in Anspruch nehmen möchten, dann bekommt man gar nicht mehr mit, was daraus passiert ist. Ja? Jahrelang wurde Jugendhilfe investiert, viele Kosten, und dann kommt es zum Abbruch. Und viele positive Dinge, die auf den Weg gebracht wurden, sind dann vielleicht mit einem Schlag zunichte gemacht. Das muss nicht sein. Ich möchte die jungen Menschen davor schützen. Und die gute Arbeit, die im Vorfeld getätigt wurde durch die Jugendhilfe, durch die freien Träger, die öffentlichen Träger, sollten auch nachhaltig wirken und nicht durch die Kostenheranziehung zu einem Kostenbeitrag an dieser Stelle zunichte gemacht werden. Dankeschön. Vielen Dank. Das war eine Punktlandung. Herr Dr. Hagen, Sie haben das Wort, bitte. Und die Mikros müssen dann wieder ausgemacht werden, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Zimmermann, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Vorbereitung bin ich etwas anders vorgegangen als bisher. Mir ist Tarek in den Sinn gekommen. Tarek ist ein Heranwachsender, für den ich ehrenamtlicher Einzelvormund bin. Und er hat gewechselt von einer stationären Wohngruppe nach dem SGB VIII hin zu Pflegeeltern. Und im Folgenden beziehe ich mich sowohl auf den Antrag der FDP als auch auf den Gesetzentwurf Die Linke. Bei Tarek wird wie unter einem Brennglas die aktuelle Fachdiskussion und die Kernpunkte des aktuellen SGB VIII-Reformdiskurses deutlich. Er würde sicherlich zustimmen, in seiner Ausbildung zum Gartenlandschaftsbau von seinen 890 Euro, die er bekommt, sozusagen nicht mehr 675 Euro abgeben zu müssen. Aber durch den Wechsel von Tarek aus der stationären Wohngruppe zu den Pflegeeltern wird mein erster Gesichtspunkt ersichtlich, nämlich wenn eine Veränderung, dann für alle stationären Hilfen zur Erziehung. Und diese Änderungen betreffen sowohl den § 94 als auch 92 und 91 SGB VIII. Eine ersetzlose Streichung der Kostenheranziehung, das wird kontrovers diskutiert. Und drei Gründe, die sprechen dafür, nämlich die frühere Verselbstständigung, die Notwendigkeit, Rücklagen zu bilden und der Benachteiligungsausgleich. In seiner Biografie konnte Tarek bisher keine Rücklagen bilden. Erst durch den Wechsel zu der Pflegefamilie und mit seiner Konfirmation war es möglich, sozusagen ein wenig Ersparnisse anzusammeln. Warum muss hierauf im Rahmen der Vermögensfreigrenzen mit seinem 18. Lebensjahr zurückgegriffen werden? Tarek hat oftmals Schwierigkeiten, früh aufzustehen und bei jedem Wetter im Garten- und Landschaftsbau zu arbeiten. Und deswegen ist es für ihn notwendig, eine Übergangsplanung, eine Rückkehroption zu diskutieren und eine Finanzgesamtplanung vorzunehmen, damit er nachher nicht ins Bodenlose fällt. Das führt mich zu meinem vierten und abschließenden Gesichtspunkt. Egal, ob Tarek ein IQ hat von 70 oder 69, ist es vollkommen gleichgültig. Er benötigt inklusive Hilfen im SGB VIII. Und wenn ich mir durch meine Mitarbeit in der AG Mitreden mit Gestalten vor Augen führe, dass das Fenster hierfür ein wenig offen steht, so besteht jetzt die Gelegenheit, es umzusetzen. Zusammenfassend hat mich Tarek darin unterstützt, und jetzt abstrahiere ich ein wenig sozusagen, zu folgenden Ergebnissen zu kommen. Erstens, die Kostenheranziehung für alle stationären Hilfen ersatzlos zu streichen. Das betrifft die Paragraphen 94, 92 und 91. Die Vermögensgrenzen für die Heranwachsenden zu verändern. Drittens, die Verselbstständigung zu unterstützen. Das meint in Betrachtung der umfassenden Lebenssituation. Dazu gehört beispielsweise die Coming-Back-Möglichkeit. Und viertens, und das ist ganz wesentlich, nicht die Gesamtreform zu filetieren, also in Einzelbereiche zu unterteilen, da dadurch mehr und nicht weniger Reibungspunkte in der Praxis entstehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Frau Schindler, Sie haben das Wort, bitte. Dankeschön.
Ich möchte zu drei Punkten Stellung nehmen. Zunächst zum Austausch von Leistung und Gegenleistung. Es ist ja immer wieder zu hören, dass die jungen Menschen ja auch etwas bekämen und es daher gerechtfertigt sei, dass sie aus ihrem Einkommen sich auch an den Kosten dieser teuren Hilfe beteiligen sollen. Ich möchte dieser Wahrnehmung deutlich widersprechen. Bei den kostenbeitragspflichtigen jungen Menschen handelt es sich um solche, die außerhalb ihres Elternhauses untergebracht werden. Das ist nur deshalb der Fall, weil dort ihr Kindeswohl nicht sichergestellt werden kann. Das haben sie sich nicht ausgesucht und dafür tragen sie keine Verantwortung. Wenn sich diese jungen Menschen etwas wünschen können würden, dann wäre es wohl, dass sie wie ihre anderen Peers daheim im Elternhaus aufwachsen können. Und das kommt in aller Regel kostenfrei. Das bringt mich zum zweiten Punkt der Gleichbehandlung. So wird ja gerne vorgetragen, dass eben auch junge Menschen, die in ihrem Elternhaus aufwachsen können, zu den dortigen Familienunterhalt beitragen, wenn sie Einkommen beziehen. Ich halte das für fragwürdig. Wir haben keine empirische Datenlage, die uns hier wirklich überhaupt eine Bewertung machen lässt. Aber ich glaube, auch wenn die Anwesenden sich mal fragen, wie das mit ihren Kindern ist, ob die irgendwie mit eigenem Einkommen zum Unterhalt der Familie beitragen müssen oder müssten, so sie das denn hätten, wie gesagt, ich bezweifle das. Aber darum geht es auch gar nicht. Worum es geht, ist ja die familiäre Solidarität. Auch wenn sie beitragen, dann endet diese Solidarität ja nicht mit dem Auszug. Das heißt, diese Kinder haben in ihrem Elternhaus eine sichere Basis, die auch später mit Rat und Tat und gegebenenfalls auch finanzieller Unterstützung zur Seite steht, wenn die jungen Erwachsenen dann in Schwierigkeiten kommen. Das ist anders bei Care-Leavern. Diese Basis fehlt. Und insofern muss hier auch eine Gleichbehandlung auf der Kostenbeteiligungsebene erfolgen. Schließlich noch zum letzten Punkt die Frage, ob eine Alternative sein könnte, sozusagen als Kompromisslösung eine Herabsetzung der Kostenbeteiligung auf 50 oder nur 25% des Einkommens zu fordern. Ich glaube, dieser Vorschlag nimmt die Kosten des Verwaltungsaufwands nicht ernst. Es muss immer noch das Einkommen ermittelt werden, es muss ein Kostenbeitrag berechnet werden und es muss in jedem Fall immer noch die Frage geprüft werden, ob eine Ziel- und Zweckverfehlung mit der Erhebung eines Kostenbeitrags erfolgt oder eine besondere Härte. Das ist ein erheblicher Aufwand und die Einzelfallgerechtigkeit, die damit hergestellt werden soll, wird von den jungen Menschen häufig eher als Willkür empfunden als tatsächliche Gerechtigkeit. Abschließend wäre also zu sagen, dass es wenig Sinn macht, weiterhin an der Kostenbeteiligung als Gegenfinanzierung festzuhalten, die wohl kaum diesen Zweck wirklich erfüllen kann, aber gleichzeitig den Weg der jungen Menschen in ihr Erwachsenwerden und in ihre Selbstständigkeit immer noch deutlich belastet. Vielen Dank. Dankeschön. Frau Dr. Thiele, bitte. Sehr geehrte Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, der Pfadbundesverband setzt sich dafür ein, die Kostenheranziehung für junge Menschen, die in Pflegefamilien oder anderen Formen der Heimerziehung leben, komplett abzuschaffen. Wir gehen davon aus, dass jede Ausbildung und auch Ferienjobs prinzipiell dem Zweck der Leistung der Jugendhilfe dienen. In § 1 Absatz 1 des SGB 8 heißt es wörtlich, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Eigenverantwortlichkeit wird lebenspraktisch erworben, zum Beispiel durch Ferienjobs oder eine Ausbildung, die Grundlage für spätere wirtschaftliche Selbstständigkeit darstellt. Ich möchte Ihnen die Wirkung der Kostenheranziehung an einem kurzen Beispiel verdeutlichen. Familie Fischer hat zwei Kinder, Max, einen Adoptivsohn, und Marie, eine Pflegetochter. Max ist jetzt im zweiten Lehrjahr Zimmermann und hat ca. 900 Euro netto. Ein Teil des Geldes benutzt er, um seine Ausgaben in der Familie wie modische Begleitung und anderes selbst zu finanzieren. Den Rest spart er für Wohnung, Führerschein und Auto. Marie lernt im ersten Ausbildungsjahr Krankenpflegerin und hat auch ca. 900 Euro netto. Allerdings muss sie 750 Euro an das Jugendamt abgeben. So bleiben ihr nur 150 Euro monatlich üblich. Ansparungen für die Zeit nach der Hilfe, für Wohnung, Führerschein oder Auto sind nicht möglich. Kostenheranziehung ist für junge Menschen, die in Pflegefamilien oder Einrichtungen der Heimerziehung leben, ein weiteres Hindernis für eine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit. Aktuelle Untersuchungen haben aufgezeigt, dass nicht wenige Wohnungslose aus den Hilfen zur Erziehung kommen. Wenn die Hilfe zur Erziehung Benachteiligung vermeiden oder abbauen soll, so steht es jedenfalls in § 1 Absatz 3 des SGB 8, dann ist die Kostenbeteiligung junger Menschen an den Kosten der Hilfe zur Erziehung kontraproduktiv.
Sie verstärkt Benachteiligung. Eine Reduzierung der Kostenheranziehung auf 25% ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber warum auf halbem Weg stehen bleiben? Eine Reduzierung schafft einen unnötigen Verwaltungsaufwand, der durch die Einnahmen nicht gedeckt ist. Hingegen eine ersatzlose Streichung, wie im Antrag der Linken formuliert, bietet die Möglichkeit, Verwaltungsaufwand einzusparen. Ein Wort noch zu den angedachten Einsparungen aus dem Antrag der FDP. Wir sehen keine übermäßigen Sozialleistungsgesetze. Und zivilgesellschaftliches Engagement ist ohne die Wohlfahrtsverbände kaum denkbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Professor Dr. Wabler, bitte. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, vieles klang ja schon an. Die vollstationären Leistungen verfolgen im Wesentlichen zwei Ziele, die für heute hier relevant sind. Zum einen die jungen Menschen in eine eigenverantwortliche Lebensführung zu begleiten, zu der auch die wirtschaftliche Selbstständigkeit gehört, und die gleichberechtigte soziale und kulturelle Teilhabe. Und das gilt nicht nur für die Zukunft, sondern das gilt auch schon für die Gegenwart der jungen Menschen, die in den vollstationären Hilfen sind. Und hinter diesen Zielen stehen zwei wichtige Grundrechte der jungen Menschen, auf deren Schutz und Förderung sie einen Anspruch haben. Das ist zum einen das Recht auf die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit, und das sind die Gleichheitsrechte. Das sollte man sich klar machen. Wir haben leider keine differenzierte Datenbasis zu den langfristigen Lebensverläufen junger Menschen nach vollstationären Hilfen. Was aber als empirisch gesichert gelten kann, das ist Folgendes. Diese jungen Menschen haben von vornherein schlechtere Startchancen, und zwar insbesondere in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung. Und ich meine das im Vergleich zu Gleichaltrigen, die in ihren Elternhäusern aufwachsen. Und das klang ja auch schon an, da finanzielle Unterstützung häufig auch weit über die Volljährigkeit hinaus erhalten. Das heißt, für diese jungen Menschen ist es besonders wichtig, wirtschaftlich selbstständig zu werden. Und jetzt wird aus der Praxis immer wieder berichtet, dass die Kostenbeitragspflicht in der derzeitigen Höhe von einem Dreiviertel der Einkünfte einen erheblichen demotivierenden Effekt hat. Für die jungen Leute lohnt es sich aus ihrer gegenwärtigen Perspektive nicht, eine Ausbildung zu machen oder arbeiten zu gehen. Das heißt, die Regelung setzt einen Anreiz, im Sozialleistungsbezug zu verbleiben, anstatt ihn aktiv zu überwinden. Und die Kostenbeitragspflicht hindert die jungen Menschen auch daran, Rücklagen zu bilden. Und auch das erschwert den Übergang in die Selbstständigkeit, wenn es um Führerschein geht, wenn es um Möbel geht, wenn es um Kautionen für die erste Wohnung geht, etc. Ein kleines Wort noch zur Praxis, die ich als Juristin natürlich vor allem aus den Verlautbarungen von Fachverbänden und Betroffenen kenne und aus der Rechtsprechung. Offenkundig sind erhebliche Teile der Praxis restriktiv. Die Praxis ist nicht immer vereinbar mit der Intention des Gesetzes, und in Teilen ist sie tatsächlich offen rechtswidrig. Das habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme relativ detailliert dargestellt. Darauf kann ich verweisen. Das spricht aus meiner Sicht jedenfalls dafür, die Kostenbeitragspflicht für die jungen Menschen deutlich zu verändern, deutlich zu senken. Und ich denke, es wäre ein Beitrag zur Teilhabegerechtigkeit oder zur Verwirklichung von Teilhabechancen dieser jungen Menschen, diese Kostenbeitragspflicht ganz abzuschaffen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Professor Dr. Wiesner, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, zunächst einmal freue ich mich, dass das Thema Kostenheranziehung 2,5 Jahre nach dem Scheitern des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes wieder mit den Anträgen von FDP und Linken jetzt wieder auf die Tagesordnung im Deutschen Bundestag gekommen ist. Und wie wir ja jetzt auch schon gesehen haben, auch aus den schriftlichen Stellungnahmen, gibt es innerhalb des Kreises der Sachverständigen ja einen breiten Konsens hinsichtlich des Änderungsbedarfs im Hinblick eben auf die Heranziehung junger Menschen zu den Kosten, die sich auf alle Formen der Unterbringung außerhalb des Elternhauses, also nicht nur auf Kinder in Pflegefamilien, so kann man ja den Eindruck gewinnen beim FDP-Antrag. Wenn man bis zum Ende liest, sieht man schon, dass sie, glaube ich, auch die Einrichtungen mit einbezogen haben. Und das ist ja, denke ich, auch logisch und notwendig. Letztlich geht es bei der gebotenen Änderung, und die Argumente sind ja schon viele jetzt vorgetragen worden, denke ich, um eine Abwägung zwischen den mit der Heranziehung verbundenen Zielen und den mit dieser Heranziehung verbundenen Nebenwirkungen. Der Ausgangspunkt, auch das ist mehrfach ja schon betont worden, ist das Leistungsziel der Verselbstständigung, wie es ja im SGB VIII an verschiedenen Stellen, Heimerziehung, Hilfen für junge Volljährige, zum Ausdruck kommt. Und dazu zählt eben auch die Fähigkeit, mit dem monatlichen Einkommen
wenn man denn dann eins hat, verantwortungsvoll umzugehen, beziehungsweise die Fähigkeit zu erlernen, mit dem ja häufig oder fast immer knappen Geld dann auch auszukommen. Und dabei ist zu bedenken, dass im Rahmen stationärer Hilfen nach dem SGB VIII ja über die Kosten der Unterkunft hinaus der gesamte laufende Bedarf, Taschengeld, Bekleidung, über diese monatlichen Leistungen abgedeckt ist und darüber hinaus ja auch nicht regelmäßig wiederkehrender Bedarf durch einmalige Leistungen abgedeckt wird. Das heißt, das Geld, das die jungen Menschen dann im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit verdienen, erhalten sie zusätzlich. Der Leistung des jungen Menschen im Rahmen seiner Erwerbstätigkeit und der darauf bezogenen Entlohnung steht also eine Vollversorgung aus öffentlichen Mitteln gegenüber. Und das Ziel, auf eine eigenverantwortliche Lebensführung vorzubereiten, würde, so meine Meinung, durch eine völlige Freistellung des jungen Menschen von der Beteiligung an den Lebenshaltungskosten verfehlt. Junge Menschen würden mit dem Ende der Hilfe unvorbereitet aus einer privilegierten Besserstellung in ihre neue Lebenssituation entlassen und haben eben möglicherweise nicht gelernt, mit den eigenen Mitteln wirtschaftlich dann sinnvoll umzugehen. Auch dem zivilrechtlichen Unterhaltsrecht liegt der Grundsatz der Eigenverantwortung zugrunde. Das Einkommen des jungen Menschen mindert seinen Unterhaltsbedarf. Richtig ist freilich, wir haben keine Zahlen, dass nicht alle Eltern von ihren erwerbstätigen Kindern eine entsprechende Kostenbeteiligung verlangen. Deshalb von der demotivierenden Wirkung der Kostenbeitragspflicht, da gehen wir alle aus. Aber auf der anderen Seite eben ist das Hilfeziel der Verselbstständigung im Auge zu behalten. Sie haben den Gong gehört, bitte? Ja, und muss aufhören, oder? Also so die Orientierung. Ja, war ja. Dann, ein Abschlusssatz noch? Dann sage ich nur noch zwei Sätze. Aus meiner Sicht, oder ich spreche mich dafür aus, den Kostenbeitrag deutlich zu senken, klar, auf 25%, verbunden natürlich auch mit der verwaltungsaufwendigen Ermessensregelung in dem 94 Absatz 6. Vielen Dank. Frau Offer, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Zimmermann, sehr geehrte Damen und Herren. Wir wissen auch natürlich, dass Jugendliche in Pflegefamilien und in Heimerziehung häufig schwierige Startbedingungen im Leben haben und wenig finanzielle Unterstützung von ihren Familien erhalten. Aber letztendlich denken wir, dass eine Absenkung der Kostenheranziehungsbeiträge auf 50% der regelmäßigen Einkommen, wie es zum Beispiel aus einer Ausbildungsvergütung erfolgt, ein ausreichender Ausgleich dieser Benachteiligung wäre. Wir möchten wirklich auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja darum geht, dass hier die Lebensunterhaltskosten refinanziert werden, nicht die Hilfen zur Erziehung selbst. Derzeit ist die Situation so, dass 75% des Gehaltes hierfür herangezogen werden, wenn es sich um ein regelmäßiges Gehalt handelt. Und bei Auszubildenden dürfte das in der Regel ein Bruttogehalt zwischen 500 und 1.000 Euro sein. Das heißt netto nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge zwischen 400 und 800 Euro netto, die dann zusätzlich bei einer kompletten Kostenbefreiung als sozusagen zusätzliches Budget der Jugendlichen vorhanden wäre. Und hier muss man den Vergleich ziehen zu den Gleichaltrigen, die auch in der gleichen Lebenssituation sind und eine Ausbildung machen. Und da ist zum einen auf das Unterhaltsrecht hinzuweisen. Die jungen Menschen, die Unterhaltsleistungen der Eltern erhalten, die dann auch natürlich gekürzt werden, die dürfen aktuell zwischen 90 und 100 Euro anrechnungsfrei behalten, um ihren ausbildungsbedingten Mehrbedarf zu decken, wie Fahrtkosten oder Bücher. Und Jugendliche, die SGB-II-Leistungen beziehen, das sind ja auch nicht wenige, bei denen wird das Nettogehalt zwischen 400 und 800 Euro auch überwiegend angerechnet auf SGB-II-Leistungen, sodass sie nach den Anrechnungsregelungen zwischen 160 und 240 Euro anrechnungsfrei behalten können für Mehrbedarf, aber auch als Anreizwirkung für die Tätigkeit. Das muss man sich, denke ich, vor Augen führen, um eben zu sagen, was wäre gerecht und was wäre der Vergleich, weil die jungen Menschen, die treffen eben zusammen und würden sich wundern, wenn der eine sagt, ich bekomme meinen Lebensunterhalt und behalte 800 Euro netto
zusätzlich und der andere sagt, ich muss zum Jobcenter gehen und mir wird das meiste abgezogen. Wichtig ist für uns auch der Aspekt, dass das Bewusstsein für die steigende Eigenverantwortung gestärkt wird und dass es nicht zu erklären wäre, wenn so ein junger Mensch dann auszieht aus der Pflegefamilie oder aus der stationären Jugendhilfe und er von jetzt auf gleich sein gesamtes Einkommen auch einsetzen müsste und eben den Anrechnungsregelungen im SGB II unterliegt, wie ich sie eben dargestellt habe. Das würde er als extrem ungerecht empfinden und insofern wahrscheinlich am Staat zweifeln. Vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Wir kommen nun zur Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Ich rufe jetzt die Fraktionen nacheinander auf. Es steht Ihnen ein bestimmtes Zeitbudget zur Verfügung für Fragen und Antworten. Das Zeitbudget liegt Ihnen vor Ihnen in einer Auslage. Und ich werde natürlich darauf achten, dass wir die Zeit so einhalten. Und ich bitte die Fragestellerinnen und Fragesteller darauf zu achten, möglichst nur zwei Fragen an zwei Sachverständige zu stellen. Wir beginnen mit der CDU-CSU-Fraktion. Frau Wiesmann hat das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank erst einmal für das Wort und für Ihre Ausführungen und auch die Stellungnahmen. Ich habe folgende Fragen. Zunächst würde ich gerne Herrn Professor Wiesner fragen. Sie führen ja in Ihrer Stellungnahme aus, dass Sie eine komplette Abschaffung der Kostenheranziehung nicht für überzeugend erachten. Ich würde Sie gerne noch mal bitten, die Erwägungen, die Sie dahin geführt haben, noch mal zu erläutern. Insbesondere scheint es mir so zu sein, ich glaube, davon haben Sie auch gesprochen, dass es einen erzieherischen Effekt durch mehr eigenes Geld und einen erzieherischen Effekt durch die Abgabepflicht eines Teils der Verdienste von Jugendlichen der stationären Jugendhilfe ja gibt. Und vielleicht können Sie noch mal darauf eingehen, warum möglicherweise beides sozusagen hier eine Rolle spielen sollte. Zumindest habe ich Sie bisher so verstanden. Zweite Frage an Sie. Warum erscheint die allgemeine Regelung für Härtefälle in § 92 Absatz 5 SGB VIII Ihnen als ausreichend? Das wüsste ich gerne. Dann habe ich eine Frage an Frau Schindler. Wenn es zu einer Neuregelung kommen sollte, die eine Verringerung auf 25% der Kostenbeteiligung zum Gegenstand hat, sollte dann dabei, sollten wir es bekommen, bei einer Neuregelung auf das Einkommen des aktuellen Jahres oder aus Ihrer Sicht des vergangenen Jahres zurückgegriffen werden? Und bedarf es dafür überhaupt einer konkreten Regelung im Gesetz, wäre meine Frage an Ihre Adresse. Dritte Frage, die richtet sich sowohl an Herrn Dostal als auch an Frau Professor Wappler. Herr Dostal, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme, Jugendliche würden mit 18 Jahren die Jugendhilfe beenden, um endlich ihr ganzes Geld behalten zu können. Auf der anderen Seite sagt Frau Professor Wappler, wenn ich es richtig verstanden habe, die Kostenbeteiligung, wenn es so lange es sie gibt, würde die Jugendliche eher in der Jugendhilfe festhalten. Ist das ein Gegensatz? Habe ich es falsch verstanden? Was stimmt? Oder haben Sie beide individuelle Beweggründe sozusagen jeweils richtig zu finden? Und dann würde mich interessieren, welche. Und Moment, jetzt sollten Sie erst mal antworten dürfen, bevor mein Zeitbudget ganz zu Ende ist. Danke. Das ist schön. Herr Professor Dr. Wiesner, bitte. Ja, also der Ausgangspunkt ist ja der, welche Leistungen bekommt der Jugendliche, der junge Volljährige im Rahmen der Hilfe zur Erziehung oder der Hilfe nach § 41. Und es geht ja dort, wenn man so will, eben um eine Vollversorgung, um ein zusätzliches Taschengeld. Und wenn also jetzt durch seine Erwerbstätigkeit hier ein Einkommen hinzukommt, dann ist ja in der Tat die Frage, ob neben dem Taschengeld, das er aus öffentlichen Mitteln kommt, es dann gerechtfertigt ist, ihm diesen Betrag noch völlig frei zu lassen, wenn er ja weiß, die Hilfe ist irgendwann beendet, mit welchen Konsequenzen auch immer, dass er dann über sein Einkommen besser bewirtschaften muss. Also von daher ist für mich eben das Ziel einer Verselbstständigung, das mit der Hilfe erreicht werden soll, gerät in einen gewissen Widerspruch, wenn ich ihm gleichzeitig neben der Vollversorgung noch diese Mittel lasse, weil er nicht lernt, mit zu wirtschaften, mit dem Geld entsprechend umzugehen. Und der zweite Punkt mit der Härtefallregelung. Wir haben ja diese allgemeine Härtefallregelung, die Sie gerade angesprochen haben, im § 92 Absatz 5, wo ja genau der Bezug genommen wird auf die Gefährdung von Ziel und Zweck der Leistung.
Also damit ist ja gerade der wesentliche Aspekt eigentlich im Blick, um den es geht, wenn es zu der Ermessensentscheidung kommen sollte, die den Kostenbeitrag dann, wenn wir schon bei 25% sind, noch weiter oder im Einzelfall sogar auf null zu senken. Die Regelung, die wir jetzt haben, in dem Paragraphen 94 Absatz 6, hängt ja damit zusammen, dass hier noch bestimmte Einkommen, die einem bestimmten Zweck, mit einem bestimmten Zweck verbunden sind, dass man da nochmal die Heranziehung mindern oder ganz absehen kann. Und da gibt es ja einen Konsens, dass die Regelung eigentlich in sich widersprüchlich ist, weil es schwer ist, solche Einkommen überhaupt zweckgebunden festzustellen. Jedes Einkommen dient letztlich auch dem Zweck der Verselbstständigung und so weiter. Also wenn man den 94 Absatz 6, die ganze Ermessensvorschrift eben streicht, dann sehe ich auch nicht, weshalb man noch die weitere Regelung braucht, diese Härtefallregelung, und sich dann eben auf die allgemeine Regelung im 92 Absatz 5 zurückziehen kann. Dankeschön. Die nächste Frage war an Frau Schindler, bitte. Genau. Sie spielen auf die aktuelle Streitigkeit an, ob eben das aktuelle Einkommen oder das aus dem Vorjahr angerechnet wird, auch bei jungen Menschen. Mittlerweile gibt es einen Konsens der zweiten Instanz, dass eben bei jungen Menschen wie auch für die Angehörigen das Vorjahr zu nehmen ist. Dahin wird wahrscheinlich auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehen. Insofern hätten wir da zumindest aktuell eine Klarheit. Wenn Sie fragen, wie soll es bei einer Neuregelung ansehen, wenn diese runtergesetzt wird auf 25%, schlagen ehrlich gesagt ein wenig zwei Herzen in meiner Brust, weil natürlich möchte ich eine Besserstellung der jungen Menschen, und die wäre dann gegeben, wenn immer das Einkommen aus dem Vorjahr angerechnet wird, da sie dann erstmal auch Ansparungen sozusagen machen können, weil dann im ersten Jahr das eben nicht berücksichtigt wird. Andererseits, gerade für junge Menschen, ist es völlig abstrakt und dann überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar, ja, dass ich irgendwie aus dem Vorjahreseinkommen herangezogen werde. Das erschließt sich nicht. Warum? Und das ist ja auch genau der Grund, warum es zu dieser Streitigkeit kam, weil an der Stelle auch die Jugendämter, finde ich, so ein bisschen zu Recht sozusagen auch aus einem Gefühl heraus sagen, na, es muss doch ums aktuelle Einkommen gehen. Also bei der Frage, wenn überhaupt Heranziehung aus in Höhe von 25%, dann würde ich, glaube ich, schon aus einer pädagogischen Sicht auch sagen, dann wäre es auch ehrlich gesagt besser, das gegenwärtige Einkommen. Vielen Dank. Herr Dostal, bitte. Ja, Frau Wissmann, wenn ich es richtig verstanden habe, wollten Sie von mir wissen zu den Abbrüchen der Jugendhilfe aufgrund der Kostenbeteiligung, richtig? Ja. Natürlich ist das erstmal für die jungen Menschen irgendwie ein Einschnitt, den sie nicht selbst beeinflussen konnten. Ja, sie haben sich auf einen guten Weg gemacht, haben eine Schulausbildung absolviert und kommen jetzt zum Ziel einer Ausbildung, eigenes Geld zu verdienen. Das ist für junge Menschen einfach nicht begreiflich zu machen. Ja, warum sie in Anführungsstrichen dafür bestraft werden, warum sie in der Jugendhilfe irgendwie aufgewachsen sind, ein Zuhause gefunden haben bei einer Pflegefamilie, das kann man ihnen meistens nicht erklären. Es gibt keine Zahlen dazu zu den Abbrüchen, das ist zumindest mir nicht bekannt, aber ich weiß, dass es doch ein gewisser Prozentsatz ist, ein hoher Prozentsatz, der immer wieder Diskussionen führt und wo Jugendämter dann natürlich darauf hinwirken müssen, dass wir da auf einem guten Weg sind und jetzt nicht alles irgendwie verlieren wollen, was wir doch erreicht haben zu dem Zeitpunkt. Das finde ich einfach schade, das braucht viel Energie, viel Zeit für alle Beteiligten, das ist einfach nicht wert. Dankeschön. Letzte Frage war an Frau Professor Dr. Wabler, bitte. Ja, ich kann nur noch mal betonen, dass wir tatsächlich keine umfassende gesicherte Datenbasis haben. Ne? Also, dass wir uns sozusagen auf punktuelle Erkenntnisse aus der Praxis und aus punktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen beziehen. Ich habe mich auf Fälle bezogen, in denen die jungen Menschen beispielsweise in einem betreuten Wohnen oder in einem Heim leben und die sozialpädagogischen Fachkräfte sich bemühen, sie in eine Ausbildung zu motivieren, ja, oder in einen Freiwilligendienst oder in irgendetwas, was sozusagen zu einer Annäherung ins Erwerbsleben führt, und die jungen Menschen sagen, aber wenn ich dann von den 400 Euro, die ich kriege, drei Viertel abgeben muss, dann kann ich es auch bleiben lassen. Ne? Also ich habe nicht sagen wollen, da hätten wir uns missverstanden, dass die jungen Menschen dann länger in der Jugendhilfe verbleiben, sondern dass sie sozusagen im Sozialleistungsbezug verbleiben, ne, und sagen, nee, dann mache ich lieber nichts und bekomme weiter diese Sozialleistungen, da ändert sich für mich nicht so viel. Und ich sehe dann aber natürlich die Gefahr, dass der Übergang ins Erwerbsleben und in die Verselbstständigung nicht funktioniert, ne, und dass diese jungen Menschen dann dauerhaft im Sozialleistungsbezug irgendwie verbleiben, ob das dann SGB II ist oder 12 oder 3, das spielt dann ja sozusagen jetzt für die grundsätzliche Frage keine Rolle.
Dankeschön. Noch ein und eine Viertelminute. Bitte, Frau Wiesmann. Ich würde die auch gerne verwenden und würde gerne noch wissen von, wer sich jetzt, also zum Beispiel Herrn Dr. Hagen oder Herrn Dostal, ob Sie uns noch ein bisschen mehr Detail liefern können, wie aus Ihrer Sicht denn der Übergangsprozess von Jugendlichen aus der Jugendhilfe in ihr später dann selbstbestimmtes Leben sich sozusagen praktisch typischerweise gestaltet, in welchem Alter das in etwa sozusagen veranschlagt werden kann und wie dann die Schritte sind, in denen dann sozusagen eine Kostenheranziehung, ja oder nein, höher oder niedriger, welche Auswirkungen hat. Können Sie da noch ein bisschen erläutern? Dankeschön. Herr Dr. Hagen, bitte. Ja, also die Übergangsgestaltung jedenfalls für die Kinder, sozusagen für die ich auch ehrenamtlicher Vormund bin, beginnt schon mit dem 16. Lebensjahr in der Regel. So, da gehen mein Sohn beispielsweise erst gerade zur Tanzschule. Da muss ich schon anfangen, wie sieht es aus mit der Verselbstständigung, wenn du 18 bist, und wie sieht es vor allen Dingen aus dann sozusagen mit dem Einkommen, wo ist das Geld, was dir zur Verfügung ist. Das habe ich ja versucht deutlich zu machen mit dem Benachteiligungsausgleich. Wir wissen sozusagen aus der Peer-Group-Forschung, wo wir einige Projekte gemacht haben, dass es existenziell wichtig ist sozusagen, um sie auf die eigenen Beine zu kommen, eben auch das Selbstwertgefühl durch das Einkommen zu stärken, weil das eben ein wesentlicher Beitrag ist, dass sie eine eigene Leistung bringen, eigenes Einkommen haben und nun dieses Einkommen auch zur Verfügung haben, um den Führerschein zu finanzieren und anderes vieles mehr. Dann mit dem 16. Lebensjahr beginnt das erste Mal, dann in regelmäßigen Abständen, wenn es gut läuft, sozusagen dann halbjährlich in den Hilfeplangesprächen. Dankeschön. Herrn Dostal schaffen wir jetzt nicht mehr, aber wir können gerne in der zweiten Runde dann die Antwort noch mal abfragen. Wir kommen zur nächsten Fragerunde. Frau Höchst hat das Wort von der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Erstmal an die Expertenrunde für die guten Vorträge. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen und muss mich leider stark beschränken. Aus der Perspektive, dass es sich um Jugendliche handelt, die einen schweren Start ins Leben hatten und jetzt eine gute Prognose von sich aus her mitbringen, unterstützt von der Jugendhilfe, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn Sie eigentlich mehr oder weniger einheitlich sagen, dass es schwierig sein könnte, diese Jugendlichen zu demotivieren, wenn man wirklich 75% Abzüge. Frau Professor Wappler, ich habe Ihnen sehr angeregt gelauscht, als Sie ausgeführt haben zum Heranziehungsanteil von 75%. Woraus ergibt sich eigentlich dieser ungewöhnlich hohe Wert des Heranziehungsanteils? Sie haben schon gesagt, es könnte womöglich auch weniger sein. Oder im Hinblick auf Vergleichbarkeit, also wir haben jetzt die ganze Zeit verglichen mit anderen Jugendlichen oder Heranwachsenden in Ausbildungssituationen. Vielleicht könnten wir den Blick ein bisschen weiten und auch mal schauen auf beispielsweise BAföG-Empfänger. Es gibt ja Leute im zweiten Bildungsweg, die Abitur dann nachholen, die sind BAföG-Empfänger beispielsweise. Und für das BAföG gibt es ja ganz andere Rückzahlungsmodalitäten. Können Sie sich vorstellen, dass man neben der Herabsenkung des Heranziehungsanteils eben auch schaut auf die Rückzahlungsmodalitäten? Wären da vielleicht andere Regelungen angebracht? Und meine zweite Frage geht bitte an die Frau Schindler. Für wie objektiv halten Sie, Frau Schindler, in diesem Zusammenhang die Einzelfallbewertung der jeweilig zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger, in deren Ermessensspielraum ja laut Antwort der Bundesregierung, also auf die Drucksache 19/72/15, welche konkrete Tätigkeit dem Zweck der individuellen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe dient? Gibt es da einen Ermessungsspielraum? Ist der objektiv oder sind Ihnen viele Fälle bekannt, wo sich Jugendliche und Heranwachsende in den Rechtsweg begeben haben, um sich gegen eine aus Ihrer Sicht falsche entsprechende Entscheidung Ihres Trägers zu wehren? Frau Professor Dr. Wappler, bitte zuerst. Ja, vielen Dank. Vielleicht muss ich einmal klarstellen, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, in dem es einen großen rechtspolitischen Gestaltungsspielraum gibt, ja, in dem es also sozusagen natürlich juristische Rahmenbedingungen gibt, aber in dem Sie als Teil des Gesetzgebungsprozesses sozusagen einen relativ großen Gestaltungsspielraum haben. Und insofern kann ich Ihnen offen gestanden gar nicht sagen, wie es zu diesem Beitrag von 75% gekommen ist. Da wissen andere aus der Runde hier vielleicht mehr, die damals an diesen Gesetzgebungsprozessen näher dran waren. Die Frage des Verhältnisses zu anderen
Menschen in Ausbildungssituationen? Finde ich ein bisschen schwierig zu beantworten. Einmal, weil es ja bei den jungen Menschen tatsächlich nicht nur um Ausbildung geht, sondern es geht um alle Arten von Einkommen, also auch um Einkünfte aus Freiwilligendiensten oder aus Ferienjobs, die erstmal mit Berufsausbildung nichts zu tun haben, während BAföG ja zum Beispiel eine Sozialleistung ist, die der Förderung der Ausbildung dient. Und dann ist es tatsächlich so, dass auch wenn die Einkünfte der jungen Menschen aus anderen Sozialleistungen stammen. Also ich habe in der Rechtsprechung einen Fall gelesen, da ging es um eine berufliche Einstiegsqualifizierung, die öffentlich gefördert war. Das ging um einen Betrag von 200 irgendwas Euro. Und auch davon, also selbst wenn das sozusagen öffentlich gefördert aus SGB III kommt, muss man ein Viertel abgeben. Also da ist es schwer, ein Verhältnis herzustellen tatsächlich, ne? Weil auf das reine Einkommen abgestellt wird und es dann diese verschiedenen Regelungen gibt, mit denen man versucht, bestimmte Einkunftsarten wieder rauszurechnen, aber das wird eben überhaupt nicht einheitlich gehandhabt. Und zu den 75% vielleicht jemand, der näher dran war an dem politischen Prozess zu der damaligen Zeit. Vielen Dank. Frau Schindler, bitte. Ja, dann kann ich vielleicht direkt dazu noch zwei Worte sagen. Und zwar war es damals in der Erarbeitung der Regelungen zur Kostenbeteiligung, die mit dem KIK im Jahr 2005 in Kraft getreten sind, die Überlegung, die Herr Wiesner ja vorgestellt hatte, die Idee, die jungen Menschen erhalten etwas in der Jugendhilfemaßnahme, es ist eine Vollversorgung sozusagen und alles, was sie dann selber als Einkommen erwerben, ist gewissermaßen ein Extra. Das war so ein bisschen das Bild, was damals geleitet hatte und die Idee sozusagen, dass es wirklich eine gute und vollwertige Ausstattung ist. Und ich glaube, diese Vorstellung hat sich einfach in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch geändert. An der Stelle kann ich mal mich sozusagen outen. Ich bin selber Care-Leaverin, ich bin in einer betreuten Jugendwohnung aufgewachsen und hatte für lange Jahre das Gefühl, mir ging es selten so gut in meinem Leben. Wir waren unglaublich gut ausgestattet, das war Mitte der 80er Jahre in Berlin. Und ich hatte das Gefühl, etwas zu bekommen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Ja, und das war eben etwas, ich glaube, das werden viele, die untergebracht sind, wissen, das ist nicht die Erfahrung aus dem Elternhaus. Und das hat gemacht, dass ich bis heute diese Erfahrung als wahnsinnig positiv bewerte und es immer noch etwas gibt auf meinem Lebensweg. Und ich glaube, das würde sich verändern. Und das machen die jungen Leute momentan nicht mehr, diese Erfahrung. Es wird viel weniger ausgestattet, es wird viel stärker auf die Kosten geschaut, es wird reduziert und dieses Bild dieser Vollversorgung, einer privilegierten, sogar eines privilegierten Aufwachsens, ich glaube, das hat sich einfach geändert und darauf muss man auch reagieren, glaube ich, mit der Kostenbeteiligung. Und dann zum Schluss noch die Frage, ich glaube, Sie gingen dahin, inwieweit es sich um eine objektive Bewertung handelt, wenn es um die Frage geht, ob denn die Erwerbstätigkeit die Ziele der Leistung auch unterstützt. An der Stelle sozusagen kommen auch die Feinheiten des Verwaltungsrechts. Es geht nicht um eine Ermessensleistung, aber ich glaube, das ist häufig die Idee in den Jugendämtern, dass das ihrem Ermessen obläge. Es ist eigentlich ein Beurteilungsspielraum und das ist ein Unterschied. Aber schon das sieht man häufig, dieser Unterschied wird nicht ordentlich vorgenommen, sondern es ist eher so ein bisschen was nach Gusto. Es gibt keine klaren Richtlinien, es gibt bislang auch wenig klare Rechtsprechung dazu. Es handelt sich hier um junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen, die gehen nicht unbedingt zum Anwalt. Ja, an der Stelle kommen wir noch mal zur Bedeutung der Ombudsstellen, die gerade in solchen Streitigkeiten dann auch unterstützen sollten. Aber bislang ist das natürlich gar nicht flächendeckend erreichbar. Das heißt, ich erlebe schon häufig in der Praxis das, was Frau Professor Wappler eben auch gesagt hat, dass zum Teil sogar eigentlich eher offen rechtswidrig herangezogen wird. Das gilt bestimmt nicht für alle Jugendhilfeträger und es gibt immer wieder die Engagierten. Aber wenn dann sozusagen der Kämmerer das Machtwort spricht und sprechen darf, dann geht es für die Betroffenen wirklich nach hinten los. Dankeschön. Kurze Frage, Frau Höchst noch? Oder? Ja, in der Tat, in aller Kürze. Wenn Sie sagen könnten, wie Sachbearbeiter oder Entscheider in den Jugendämtern vielleicht qualifiziert oder nachqualifiziert werden könnten, um die Qualität der jeweiligen Entscheidungen bei der Beurteilung solcher Situationen zu verbessern. Wer? Die Entscheider. Die müssen ja qualifiziert werden. Ja, wer als Sachverständige ist gefragt? Frau Schindler, ja? Ja.
Frau Schindler, eine kurze Antwort bitte. Genau. Das geht ja nicht um die Bearbeitung in einer wirtschaftlichen Jugendhilfe, sondern diese Frage sollte im Rahmen der Hilfeplanung und damit durch Sozialpädagogen erfolgen. Und das passiert tatsächlich in der Praxis zu wenig, weil dann häufig die wirtschaftliche Jugendhilfe die Oberhand gewinnt. Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Fragerunde, der Fragerunde der SPD. Und Frau Bahr hat das Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise, die Sie uns alle zur Verfügung stellen. Natürlich wird im SGB-VIII-Prozess eine Änderung stattfinden. Wir haben uns immer für mindestens eine Reduzierung dieses Betrags der Kostenheranziehung ausgesprochen. Die Frage ist auch dann nochmal natürlich, was Länder und Kommunen, wie auch immer, dann in ihren Stellungnahmen nochmal einbringen werden. Ich hätte vermeintlich, also ein großer Konsens, ich hätte doch in ein paar Dingen nochmal einzelne Fragen an Frau Schindler, zum einen aber auch an Herrn Hagen, was den Bereich der Gleichbehandlung oder Ungleichbehandlung angeht. Frau Schindler, Sie sind Anwältin und in Ihrer Arbeit bei der SGB-VIII-Schlichtungsstelle, da haben Sie einen großen Einblick auch in die Rechtspraxis. Wie gängig sind denn nach Ihrer Erfahrung die Widerspruchsverfahren bei der Erhebung von Kostenbeiträgen und wie wirken sich denn die Verfahren auf den Alltag der jungen Menschen aus? Und natürlich auch anziehend selber auch tatsächlich die Frage bei all den Meinungen und Stellungnahmen, die Sie jetzt auch gehört haben, wie fällt Ihre persönliche Gesamtbewertung dessen aus? Sie haben gesagt, Sie sind selber Care-Lieferin eben auch gewesen, Ihre eigenen Erfahrungen. Und an Herrn Hagen, was die Ungleichbehandlung angeht, die Frage dahingehend, Sie sprechen ja eben Aufhebung der Kostenheranziehung für alle Kinder und Jugendliche in Pflegefamilienheimen aus. Und warum sehen Sie darin keine Ungleichbehandlung mit Jugendlichen, die eben in ihren Familien aufwachsen, ihren in Anführungszeichen. Das wären meine Fragen zunächst. Danke sehr. Dankeschön. Frau Schindler, bitte. Dankeschön. Naja, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, so häufig kommt es natürlich dann letztendlich nicht vor, dass junge Menschen wirklich in Widerspruch gehen und möglicherweise auch in Richtung eines Klageverfahrens, weil ihnen da einfach auch der Support fehlt. Die Schlichtungsstellen oder die Ombudsstellen, die es mittlerweile in Deutschland eben auch gibt, haben da eine positive Wende auch gebracht oder Änderung, dass sozusagen mehr Möglichkeit besteht, diese Betroffenen auch zu unterstützen, wenn es gegen das Jugendamt geht. Aber das ist natürlich nicht leicht. Also ich finde, gerade als Rechtsanwältin sage ich immer zu meinen Mandanten, man muss sich dessen auch bewusst sein, dass jede Streitigkeit auch psychisch belastend ist. Das ist einfach so, das nimmt man nicht auf die leichte Schulter und das muss man einfach mit einberechnen. Zu der Gleichbehandlung möchte ich noch mal was sagen und da auch so ein bisschen auf die Rede von Frau Offer, weil Sie haben sich sehr noch mal auf die unterhaltsrechtliche Verpflichtung bezogen. Und ich glaube aber, solange junge Menschen in ihren Elternhäusern leben, kümmert es keinen Menschen, wie das Unterhaltsrecht es sieht. Das ist einfach nicht so, sondern zu Hause wird sozusagen, da passiert Einzelfallgerechtigkeit, sage ich mal. In der Erziehung schaut man, was ist denn angemessen? Ja? Wenn man als 21-Jähriger immer noch daheim irgendwie lebt oder das ist noch nicht mal immer noch daheim, irgendwie das durchschnittliche Auszugsalter von jungen Menschen aus dem Elternhaus liegt bei 25, während halt der Schritt raus aus der Jugendhilfe nicht unbedingt freiwillig, aber meist deutlich früher liegt. Aber jedenfalls, wenn der 21-22-Jährige mittlerweile mit einem guten Verdienst von vielleicht deutlich über 1.000 Euro bei mir daheim lebt. Und dann werde ich natürlich sagen, Junge, du gibst hier auch mal was ab zu Kost und Logis und im Haushalt was machen wäre auch schön. So passiert das. Aber ich sage ja nicht in dem Moment, wie ist es mit dem Unterhaltsrecht? Oder ich schaue auch nicht auf SGB II Anrechnungsregelungen, ja? Sondern das ist sozusagen innerhalb der Familie. Und das ist die Referenzgruppe, auf die wir gucken müssen. Wie ist es denn daheim? Ja? Und daheim, wie gesagt, kann man alles mit in sozusagen in Erwägung ziehen, was dort bewegt. Und ich glaube, das sollte zwar ein gutes Hilfeplanverfahren ein Stück weit abbilden, sozusagen eine solche Einzelfallentscheidung, aber es ist immer sehr aufwendig. Und ich glaube, dieser Aufwand ausgerechnet im Bereich der Kostenbeteiligung zu treiben, das hat wenig Sinn. Und von daher glaube ich, diese Gleichbehandlung ist nicht immer eine 1:1 Gleichbehandlung, sondern bedeutet, dass tatsächlich aus meiner Sicht die Kostenbeteiligung unterlassen werden sollte, um den Betroffenen für später, wo sie einfach schlechter im Leben stehen, als diejenigen mit einem funktionierenden oder mehr oder minder funktionierenden Elternhaus, diesen Support noch zu haben. Vielen Dank. Herr Dr. Hagen, bitte. Ja, herzlichen Dank.
Zwei Gesichtspunkte. Einmal der 15. Kinder- und Jugendbericht mit der eigenständigen Lebensphase Jugend hat gezeigt, dass 26 sozusagen das neue 18 ist. Das heißt, dass im Normalfall sozusagen die jungen Menschen immer länger im Elternhaus verweilen und eben die Jugendlichen, die in der Heimerziehung sind, immer früher ausziehen. Und wir haben mal sozusagen im Rahmen eines partizipativen Forschungsprojektes gefragt, was die jungen Menschen denn wollen. Und ich nehme mal ein kleines Blitzlicht sozusagen zum Stichwort Gleichbehandlung, Ungleichbehandlung. Ein wesentlicher Gesichtspunkt war, und das wirkt jetzt für viele vielleicht banal, aber dem war nicht so für die Jugendlichen, dass auf den Bussen, wo sie dann zum Sport gefahren werden oder zu Freizeitaktivitäten, immer noch sozusagen Heimstiftung XY steht. So, und sie wollten, dass, dieser Schriftzug entfernt wird, weil ihnen das eben immer noch unangenehm und peinlich ist sozusagen, dass es da draufsteht und stigmatisierend wirkt. Und das zeigt im Prinzip auch exemplarisch die Lebenssituation der jungen Menschen in den Einrichtungen. Und das meine ich sozusagen, dass wir eine Gerechtigkeit sozusagen herstellen müssen für die jugendlichen Menschen, wenn wir die Selbstständigkeit erreichen wollen. Und da müssen wir die jungen Menschen einfach fragen und beteiligen. Und da haben wir auch ein Projekt gemacht, wo sozusagen es darum geht, wie bekannt es denn in ihrer Schule ist. Und da war es erschreckend, dass sozusagen 90% sich nicht getraut haben, in der Schule zu sagen, denn wo sie denn wohnen. Und das zeigt sozusagen, wie ungerecht und sozusagen ungleich das immer zur heutigen Zeit noch ist. Dankeschön. Kurze Frage noch, Frau Bahr, bitte, die nächste. Ja. Vielleicht noch an Frau Professor Wabler. Sie schreibt, dass bei der Kostenheranziehung in der Praxis das Ermessen überwiegend nicht ausgeübt wird. Sind damit dann die Entscheidungen nicht ermessensfehlerhaft oder damit überwiegend rechtswidrig? Wie kann man das deuten oder interpretieren? Frau Professor Wabler, bitte. Ja, kurze Antwort. Wenn das Ermessen nicht ausgeübt wird, ist die Entscheidung rechtswidrig. Und solche Entscheidungen werden von den Gerichten, wenn sie denn bei den Gerichten landen, auch aufgehoben. Also das macht durchaus einen erheblichen Teil der Rechtsprechung aus, die wir zu diesen Fällen haben. Dankeschön. Gut, Dankeschön. Die Zeit ist dann uns geschenkt. Wir kommen zur Fragerunde der FDP und Herr Agelidis, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch Ihnen allen für Ihre Einschätzung. Lassen Sie mich noch einen Hinweis geben, dass wir als Fraktion natürlich auch bei allen anderen Kindern und Jugendlichen, die in irgendeiner Art und Weise Transferleistungen an die Familien bekommen oder an sie selber bekommen, an großzügige Beträge denken. Was mich interessieren würde, und die Fragen gehen gerade an Sie, Frau Offer, und Sie, Herrn Wiesner, weil Sie da ja so argumentativ dafür sind, sozusagen einen Mindestbetrag zu haben oder durchaus das weiterhin so zu haben. Ich habe von allen anderen gehört, dass wir weder Zahlen haben, das hat übrigens auch eine kleine Anfrage ergeben, die wir gestellt haben. Wir haben weder Fragen zu den Einnahmen, die die Kommunen bundesweit erzielen. Wir haben keine Zahlen zu den Verwaltungskosten, die das verursacht. Wir haben keine Zahlen zu den Abbrüchen. Das Thema Abbrüche der Jugendhilfe, da haben wir ja nun sowohl von Herrn Hagen wie auch von Herrn Dostal, auch von Frau Schindler und Frau Thiel einiges gehört. Wir haben auch keine, nicht ansatzweise, Aussagen zu den Zahlen, wie viel es kostet, wenn eben diese Kinder eben nicht mit dem neuen 18, nämlich mit 26 ausziehen, sondern mit 18 oder 19 oder 20 auf sich gestellt sind und wir dann auf einmal deutlich längere Bezüge haben bei Sozialtransfers. Und deswegen würde mich schon interessieren, anhand welcher Zahlen Sie eigentlich dann dafür plädieren, dass wir nach wie vor wirklich daran halten, ob wir uns nicht erstens sowohl die Kinder und Jugendliche demotivieren, auf eigenen Beinen zu stehen und zweitens eigentlich auch als Gesellschaft ins Knie schießen, weil am Ende des Tages die Kosten, die wir glauben, oder andersrum, die Einnahmen, die wir glauben, damit erzielen zu können, dann von den Kosten, die wir verursachen, aufgefressen werden. Also das wäre schon im Endeffekt eine Frage, die ich hätte. Und dann an Sie, Frau Professor Wabler, Sie haben gesagt, dass das aus Ihrer Erfahrung restriktiv und rechtswidrig ist, da würde mich gerne interessieren, also dass Sie das ein bisschen, ich will nicht sagen ausschmücken, aber dass Sie das ein bisschen näher erläutern. Danke. Dankeschön, Frau Offer. Die erste Frage an Sie, bitte. Ja, ich kann jetzt auch natürlich nicht Zahlen irgendwie herbeizaubern, was Sie gerade gesagt haben, die gibt es nicht, welche Einnahmen konkret hieraus bundesweit erzielt werden oder Verwaltungskosten. Ich möchte aber allerdings schon darauf hinweisen, dass ich anzweifle, dass die Abbrüche
der stationären Jugendhilfe oder der Unterbringung in Pflegefamilien, so es sie gibt, jetzt unmittelbar kausal im Zusammenhang stehen mit der Frage der Kostenheranziehung. Weil, wie ich eben ja schon dargelegt habe, ein junger Mensch wird ohnehin auf die Verselbstständigung mit dem 18. Geburtstag oder danach vorbereitet, wenn er in der stationären Jugendhilfe lebt, denn es ist eine Hilfe zur Erziehung. Da muss geprüft werden, ob die Hilfe zur Erziehung noch erforderlich ist. Und wenn er dann mit 18 oder 19 auszieht, würde er die Situation erleben, wahrscheinlich, wenn er noch in der Ausbildung ist, wie es meistens der Fall sein dürfte, dass dann das SGB II für ihn gilt. Und da kann ich auch nur von der jetzigen Rechtslage her argumentieren. Da würde er erleben, dass ihm dann eben doch wieder ungefähr 70% abgezogen werden. Insofern wäre das für ihn keinesfalls irgendwie motivierend, die Jugendhilfemaßnahme abzubrechen, um dann die Heranziehung im SGB II zu haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ausschließlich deshalb eine Ausbildung abgebrochen wird. Natürlich wissen wir, dass sehr viele Ausbildungen abgebrochen werden, ganz generell, weil eben vielleicht der falsche Ausbildungsberuf gewählt wurde oder sich die Erwartungen anders dargestellt haben. Aber diese unbedingte Kausalität, die sehe ich so nicht. Die gesellschaftlichen Kosten einer frühen Verselbstständigung, also auch das kann ich natürlich so konkret nicht beantworten, sondern im Moment ist es so, mit 18 muss geprüft werden, ob die Hilfe zur Erziehung noch erforderlich ist, ob die Gründe dafür noch vorliegen. Und das wird natürlich auch geprüft und es ist auch eine Aufgabe natürlich der Jugendhilfe, einen jungen Menschen darauf vorzubereiten, dass irgendwann die Selbstständigkeit ansteht und dass sich ansonsten in der Gesellschaft das Zusammenleben von Eltern und ihren erwachsenen Kindern verändert hat. Ja, das ist auch so, aber das gilt ja auch nicht für die gesamte Gesellschaft. Das hängt ja auch immer von der Wohnsituation etc. ab. Insofern würde ich nicht davon ausgehen, dass es jetzt ein generelles gesellschaftliches Ziel wäre, dass alle jungen Menschen bis 25 oder 26 im familiären Kontext leben. Das wäre sicherlich auch eine Übertreibung. Also gerade bei der Hilfe zur Erziehung muss man sehen, was ist denn an Hilfe erforderlich. Dankeschön. Herr Professor Wiesner, bitte. Ja, vielleicht noch mal an das anschließend, Frau Offer. Letztlich ist aus meiner Sicht auch nicht das primäre Ziel, also zu schauen, wie man jetzt möglichst viel Geld in öffentliche Kassen bringt. Natürlich ist richtig, wir bewegen uns in der Kinder- und Jugendhilfe wie in der Sozialhilfe und da gilt der Grundsatz des Nachrangs. Den kann man natürlich auf unterschiedliche Weise verwirklichen und das wird ja auch so gemacht. Könnte zum Beispiel sagen, was ja aber nie in der Praxis so ausgedacht war, gut, Jugendhilfe bekomme ich eben auch nur, wenn ich unter eine bestimmte Einkommensgrenze bin. Nein, der Gesetzgeber hat gesagt, maßgeblich ist der erzieherische Bedarf und ich kann aber jemanden dann heranziehen, gewissermaßen bei den Kosten. Aber auch da, und darüber reden wir jetzt ja, haben wir einen weiten Spielraum. Deshalb will ich einfach noch mal sagen, der wesentliche Aspekt für mich bei diesem Thema ist eben nicht Gewinne oder Einnahmen zu generieren, sondern den jungen Menschen vorzubereiten auf ein Leben, wo er eben eigenverantwortlich für sich sorgen muss. Und das bedeutet eben in dem Augenblick, wo er ein Einkommen erzielt, das und wenn auch nur zum ganz bestimmten Teil, dann, dass er davon eben Abschläge machen muss, dass er davon einen Teil eben dann dem System geben muss, das eben für seine Versorgung, für die Unterkunft, für die Verpflegung sorgt. Dankeschön. Eine kurze Antwort, Frau Professor Wappler. Das ist jetzt sportlich. Ja, Telegrammstil. Also es wird nicht geprüft, ob auf den Kostenbeitrag verzichtet werden sollte nach den beiden Klauseln, die wir haben. Ermessensfehler rechtswidrig. Es werden die aktuellen Einkünfte herangezogen als Grundlage, nicht die Einkünfte des Vorjahres. Das ist mit dem Buchstaben des Gesetzes nicht zu vereinbaren. Und es werden Einkünfte herangezogen, die offensichtlich dem Zweck der Jugendhilfe dienen, nämlich zum Beispiel Einkünfte aus Bundesfreiwilligendiensten oder aus öffentlich geförderten Einstiegsqualifizierungen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde der Fraktion Die Linke und Herr Müller hat das Wort. Ja, herzlichen Dank. Das war schon ziemlich viel. Vielen Dank für viele beantwortete Fragen und für die Eingangsstatements und natürlich auch die schriftlichen Stellungnahmen.
Ich würde mal aufgreifen, was Sie, Frau Schindler, vorhin gesagt haben. Sie sprachen von einer Ziel-Zweck-Verfehlung, auch sozusagen aufgrund eines erhöhten Verwaltungsaufwandes, der sozusagen ja anteilig noch höher wird, wenn wir die Kosten daran ziehen, auf 25% senken. Und weil Frau Offer gerade gesagt hat, es gibt eine Reihe von Zahlen, würde ich Sie zumindest mit einigen Zahlen, oder ich glaube, Kollege Agelides war das, würde ich Sie mit einigen Zahlen konfrontieren. Und ich glaube, da muss man an der Stelle weiter diskutieren, weil das ja das beharrlichste Argument zu sein scheint in der Frage. Also es gibt natürlich Zahlen. Eine Mindestauszubildendenvergütung haben wir seit 01.01.2020, beträgt im ersten Lehrjahr 515 Euro, im zweiten Lehrjahr 620 Euro. Und wir reden hier über ein Klientel, was zu großen, großen Teilen aus Bedarfsgemeinschaften kommt. Also Kinder und Jugendliche, wir haben ja letztes Jahr eine kleine Anfrage gemacht, 85% kommen aus armen Elternhäusern. Dann wissen wir ungefähr, wie die Bildungschancen aussehen. Also wir reden in der Regel nicht über Abiturienten, die Kfz-Mechatroniker bei VW werden, sondern andere Lehren anfangen. Für die ist die Mindestauszubildendenvergütung gedacht. Und in der Größenordnung sind wir. Wenn man von 515 Euro im ersten Lehrjahr ein Viertel einbehält, dann sind das 125, 150 Euro oder sowas in der Größenordnung. So, und jetzt geben Sie mir vielleicht recht, ein Tagessatz in der stationären Kinder- und Jugendpflege für einen Heimkinderplatz kostet irgendwo zwischen 100 und 150 Euro im Schnitt. Das sind die Kostensätze, die die örtlichen Träger im Moment vereinbaren. Das heißt, wir erzielen im Monat eine Einnahme, die einen Tag deckt. Und dann würde ich von Ihnen gerne beantwortet wissen, warum das relevant sozusagen Kosten bedecken soll und wie man so dem jungen Menschen erklärt, das sei ein relevanter Anteil, ähnlich wie wenn der im Elternhaus was abführen würde, ein relevanter Anteil, wo er der Gesellschaft was zurückgibt dafür, dass er sozusagen da freie Kostenlogie hat. Weil ich finde das Argument in keiner Hinsicht treffend. Ich glaube, das ist kein relevanter Anteil, es ist ein völlig nachgeordneter. Und mich würde trotzdem interessieren, ob Sie einschätzen können, wie im Verhältnis zu diesen Summen, und wir reden ja dann häufig welche zwischen, also niedrige zweistellige Beträge bis zu vielleicht 200 Euro im Monat, die da sozusagen abgeführt werden ans Jugendamt, ob Sie einschätzen können, in welchem Aufwand dazu tatsächlich die Verwaltungsaufwendungen stehen. An wen ist die Frage? Frau Offer, bitte. Ja, wie Sie gerade selber ausgeführt haben, in der Regel oder oftmals kommen die Jugendlichen, über die wir hier reden, selber auch aus SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Insofern ist dieser Vergleich, den ich gezogen habe, meines Erachtens auch relevant. Relevant ist die Kostenheranziehung schon insofern, als dass dem jungen Menschen hier vermittelt werden soll, dass er sich mit seinen Einkünften auch teilweise an seinen Lebenshaltungskosten beteiligt. Sie haben gerade die Tagessätze genannt, die sind natürlich in der Regel deshalb so hoch wegen der Hilfe zur Erziehung, nicht wegen der Lebenshaltungskosten. Und die Kostenheranziehung soll auch nur dazu dienen, die Lebenshaltungskosten ein Stück weit zu finanzieren, so wie andere Jugendliche, die eine Ausbildung machen, eben auch zu ihren eigenen Unterhaltskosten beitragen müssen im Unterhaltsrecht oder im SGB II, wo es ja auch um die Lebenshaltungskosten geht. Insofern ist das für uns der Punkt. Die besondere Benachteiligung, die Jugendlichen haben, die hier ohne ihre eigene Familie oder ihre eigenen Eltern aufwachsen, die sehen wir ja auch. Und wir können uns auch vorstellen, dass die Kostenheranziehung auf 50% abgesenkt wird. Aber da finden wir eben schon, dass es dabei bleiben sollte, damit es sozusagen eine innere Logik hat für den Jugendlichen, dass er sich, wenn er regelmäßige Einkünfte erzielt, auch an seinen Lebenshaltungskosten, also Kleidung, Ernährung etc. beteiligen muss, so wie er das in seiner eigenen Ursprungsfamilie wahrscheinlich in aller Regel auch täte, und sei es darüber, dass das Jobcenter entsprechende Abzüge macht. Dankeschön. Nächste Frage, kurze Frage bitte. Ja, also Herr Wiesner hat ja ähnlich argumentiert mit sozusagen der Eigenverantwortung. Aber ist das nicht eine Umdrehung des sozusagen Eigenverantwortungsbegriffes, also dass man das sozusagen erlernt? Möglicherweise erlernt man diese Form der Eigenverantwortung, wenn davon ausgegangen wird, das decke ich Ihre Argumentation zu Ende, dass so ein Jugendlicher, wenn er da 18 ist und irgendwann die Jugendhilfemaßnahme beendet ist, im SGB-II-Bereich bleibt. Nur dann stimmt doch das Argument. Wenn er eigenverantwortlich sozusagen, ähnlich wie andere, irgendwann das elterliche oder in dem Fall Heim verlässt, trifft es doch gar nicht mehr. Also den Eigenverantwortungsbegriff, den Sie führen, das ist doch eigentlich einer, der sozusagen auf eine SGB-II-Biografie abzielt. An Professor Wiesner, oder? Ja? An Professor Wiesner? Ja, Herr Professor Wiesner, bitte.
Also ich sehe es einfach, dass ich hier eine Vollversorgung habe, eine Situation, die es ja so nachher eben nicht mehr gibt. Und dass ich, wenn ich aus öffentlichen Mitteln eine Vollversorgung habe und jetzt selber hier Einkommen erziele, dann dieses Einkommen nicht uneingeschränkt mir verbleibt, halte ich eigentlich für eine faire, logische Folge. Dass wir uns einig sind, dass der Beitrag gering sein muss und die 75% natürlich völlig kontraproduktiv sind, ist auch richtig. Aber nachher ändert sich die Situation ja eben, dass der junge Mensch dann mit dem wahrscheinlich knappen Einkommen eben aus eigenen Mitteln Ernährung und Wohnung und so weiter, Hobbys finanzieren muss. Und ich denke, dazu muss er eben vorbereitet werden, trainiert werden, wenn man vielleicht auch so will im Einzelfall, wie er das aus seinem knappen Budget dann auch kann und nicht einfach für vollendete Tatsachen. Vielen Dank. Wir kommen zur Fragerunde von Bündnis 90 Die Grünen und Frau Schauster das Wort. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank Ihnen allen für Ihre bisherigen Ausführungen. Das war schon ziemlich umfangreich. Ich würde gerne an Frau Dr. Thiele eine Frage stellen und auch an Herrn Dr. Hagen. Können Sie noch mal, Frau Dr. Thiele, Sie haben jetzt gerade, habe ich gerade falsch geguckt. Sie hatten vorhin bei Ihrem Eingangsstatement ein Stück weit noch mal was gesagt, welche Auswirkungen die Heranziehung der Kosten auf die Jugendlichen hat. Also welche Problemstellungen aus Ihrer Sicht, die eben bei dieser Kostenheranziehung einhergehen, können Sie als Vertreterin des Bundesverbandes aus Ihrer Praxis benennen? Können Sie da noch mal Ausführungen zu machen? Und vor allen Dingen mit Blick auf den Entwicklungsverlauf von den jungen Menschen in den Pflegefamilien? Und an Herrn Dr. Hagen würde ich gerne die Frage richten, dass wir ja mit Blick auf mit Spannung erwarteten Gesetzentwurf zu der umfassenden SGB-8-Reform, die wir jetzt für dieses Frühjahr eigentlich bekommen sollten, würde ich Sie gerne fragen, welche Problematik sehen Sie in Einzelregelungen, die das SGB-8 betreffen? Und sind diese nicht dennoch als, ich sage das jetzt mal salopp, Spatz in der Hand, anstatt Taube auf dem Dach zu bewerten, zum Beispiel in den Fällen, dass der Reformprozess stocken sollte? Dankeschön. Frau Dr. Thiele, bitte. Wir müssen sagen, dass es gerade bei Beginn der Lehre es in dieser ersten Phase die höchsten Abbruchbrüche gibt, insgesamt. Guckt man jetzt auf die Gruppe der Kinder, die aus Pflegefamilien kommen, haben wir natürlich auch in dieser Phase eine sehr hohe Gefahr des Abbruchs, weil es ist oftmals dann das nicht, was sie sich vorgestellt haben von der Ausbildung oder die Anforderungen sind ganz anders, als sie es in der Erwartung haben. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sozusagen die überlegen, ob es die richtige Ausbildung ist und dann noch sozusagen 3/4 des Geldes weg sind, haben wir häufig seitens der Pflegeeltern die Rückmeldung, dass es sehr schwer ist, die jungen Menschen weiterhin zu motivieren, die Ausbildung fortzuführen. Und es sind auch nicht wenige Abbrüche, die überwiegend dadurch bedingt sind, dass die jungen Menschen sagen, warum soll ich das denn machen? Warum soll ich mich mit dem Lehrmeister rumärgern oder das und jenes? Es bleibt nur noch bloß ein Viertel übrig. Und sie vergleichen sich nicht mit den Sozialhilfeempfängern, sondern sie vergleichen sich mit den Mitschülern aus ihrer Ausbildungsklasse oder den anderen Lehrlingen. Und häufig ist es dann so, dass die auch eine Vollverpflegung haben bei ihren Eltern. Freie Kost, freie Logis, zusätzlich noch Taschengeld und dieses, das und jenes. Und das ist die Vergleichsgröße, die sie haben. Und nicht irgendwelche unterhaltsrechtlichen Sachen, die in dem Gesetz stehen, die in den meisten Familien nur dann interessant werden, wenn die Familie auseinandergeht und wirklich solche Sachen vor Familiengericht besprochen werden. Innerhalb einer funktionierenden Familie sind diese unterhaltsrechtlichen Sachen keine relevante Größenordnung zur Diskussion. Dann ist die zweite Sache, was auch schon gesagt worden ist, die Kinder kommen oftmals aus Verhältnissen, wo es keine finanziellen Rücklagen gibt. Gerade diese Zeit der Ausbildung innerhalb der Jugendhilfe, also innerhalb einer Pflegefamilie, gibt ihnen die Chance, Geld anzusparen, um Wohnung, Führerschein oder andere Sachen überhaupt zu finanzieren. Es gibt in einigen Jugendämtern
als Verselbstständigungspauschalen von ca. 1.000 Euro. Davon kann man sich dann vielleicht einen Kühlschrank kaufen oder eine Waschmaschine oder ein Bett, aber nicht alles drei zusammen. Und da darf man sozusagen auswählen, was man möchte. Und für den Mietkaution reicht es meistens überhaupt nicht. Da darf man aufs Sozialamt gehen und fragen, ob die vielleicht, und bei der augenblicklichen Wohnungsmarktsituation können Sie sich nachvollziehen, was das bedeutet. Es gibt diese eine Untersuchung zum Beispiel von, muss ich nachgucken, Augenblick, von Frau Sievers, die in Karlsruhe die Wohnungslosen untersucht hat und wirklich festgestellt hat, dass der große Anteil der Wohnungslosen vorher in den Hilfen zur Erziehung gelebt haben, die es eben nicht geschafft haben, mit Mietkautionen und all, was gefordert ist, eine Wohnung zu bekommen oder dann zu erhalten. Und das sollte man einfach als Hintergrundwissen haben, warum es wichtig ist, auch Geld ansparen zu können, um das gut zu machen, was andere selbstverständlich von ihren Eltern bekommen. Da fragt doch keiner, wenn Mietkaution gebraucht wird oder Ähnliches. Und das sind Sachen, die sind einfach wichtig und die darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sie in der Augenblickssituation in die Gegenrechnung nicht passen. Dankeschön. Herr Dr. Hagen, bitte. Ja, herzlichen Dank. Meine Frage bezog sich auf den Gesamtkontext SGB-VIII-Reform. Da haben die Erziehungshilfeverbände sich dafür ausgesprochen, eine Reform zusammenhängend umzusetzen, obwohl wir alle unterschiedliche Schwerpunkte haben, Care-Leaver, psychisch kranke Eltern, Pflegekinder oder auch der Antrag aus den Ländern zum Paragraphen 45 Betriebserlaubnisverfahren und Einrichtungsbegriff. Und alles das hängt zusammen. Ich vergleiche das immer mit dem Mobile. Wenn Sie auf der einen Seite was wegnehmen, sozusagen, kommt das Mobile in Ungleichgewicht. Und das SGB-VIII ist eine zusammengewobene sozusagen Gesetzentwurf, auf das wir stolz sein können. Und deswegen sprechen wir uns für eine Einheitlichkeit aus. Das ist der eine Gesichtspunkt. Und der andere Gesichtspunkt ist tatsächlich, dass wir das, woran wir jetzt sozusagen an Jahren, ich kann mich erinnern sozusagen vom JWG auch schon zum SGB-VIII hin, an dem inklusiven Gedanken der Hilfen für alle jungen Menschen hängen, sozusagen, dass wir da die Gelegenheit haben, das jetzt umzusetzen. Und die Gefahr ist eben, wenn wir Einzelbereiche dann herausnehmen, das filetieren, dass wir dann das ganze Große sozusagen aus dem Blick verlieren. Und das wäre tatsächlich jetzt eine vertane Chance. Vielen Dank. Wir kommen wieder zur Fragerunde der CDU-CSU. Wir hätten jetzt die Antwort von Herrn Dostal noch übrig, wenn Sie die vielleicht noch geben würden, Herr Dostal, bitte. Können wir ja, die natürlich, Frage das noch mache ich. Ich kann das auch in den Kontext von einer weiteren stellen. Frau Wiesmann ist dann dran. Ja, mache ich gern. Also ich hatte gefragt, wie denn sozusagen der Praxis der Übergangsprozess von Jugendlichen aus der Jugendhilfe in ihr selbstbestimmtes Leben typischerweise geschieht. Ab wann und unter welchen Umständen? Ich könnte noch etwas ergänzen, das würde ich Sie dann auch gleich mitfragen wollen. Bei der Versorgung der über 18-Jährigen können Sie mir jedenfalls noch mal sagen, wie viel Prozent im Übergangssystem bleiben und wie viele die Jugendhilfe dann verlassen und wie bei denen, die Sie verlassen, die Entwicklung sich so darstellt aus Ihrer Sicht, Kenntnis oder Einschätzung in Ihrem Umfeld. Das würde mich interessieren. Und dann habe ich, wenn ich das gleich oder ich lasse Sie erst mal antworten und dann habe ich noch eine Frage an andere. Dankeschön, Herr Dostal, bitte. Ja. Es ist schon mehrfach angeklungen, wann beginnt der Prozess der Verselbstständigung. Das war früher bei den Jugendämtern viel weniger im Blick. Mittlerweile wurde schon gesagt von meinen Kolleginnen und Kollegen hier, mit 16 beginnt der Prozess der Verselbstständigung. Und dann wird schon immer drauf gedrungen, ja mit 18, da müssen wir aber jetzt gucken, eigene Wohnung und der Vergleich zum Elternhaus. Frau Schindler hat es, glaube ich, gesagt, oder Frau Thiem, 26 ist das neue 18. Ja, und in der Jugendhilfe wird extrem drauf gedrängt. Der Kostenetat Hilfe für junge Volljährige ist so in den Fokus geraten, dass immer mehr drauf gedrängt wird, früher den Prozess voranzutreiben. Also umso mehr ist da schon mal ein Druck entstanden nach dem Motto, ich muss jetzt eine eigene Wohnung suchen, ich muss eine Ausbildung absolvieren, um die Wohnung finanzieren zu können. Und dann muss ich ja, also das wiederholt sich alles jetzt ein bisschen, ja, natürlich auch was angespart haben, um diese Wohnung zu finanzieren und so weiter und so weiter. Also 16 geht es los in den Jugendämtern, der Prozess wird meistens abgeschlossen mit 19, 20, ja, und nicht später, dann ist meistens Deadline. Dankeschön. Frau Wiesmann, bitte. Jetzt habe ich noch eine Frage an die mehreren Befürworter sozusagen der völligen Streichung. Wir haben ja, also ich teile auch die Einschätzung oder die Auffassung, das pädagogische Ziel der Verselbstständigung in einer guten Begleitung sozusagen ist das Vorrangige und der Maßstab der Beurteilung. Sehen Sie es wirklich als ausgeschlossen an, dass auch Jugendliche in einer schwierigen Lebenssituation, was sie unzweifelhaft alle sind, ein Stück Stolz dabei empfinden können, wenn sie selber über einen als maßvoll hoffentlich empfundenen Beitrag von dem, was sie verdienen, zu ihrer Vollversorgung beitragen. Das hat nämlich bisher bei Ihnen, die Sie das sozusagen komplett mit
verschiedenen Gründen ablehnen, gar keine Rolle gespielt. Und ich frage mich, ob das nicht auch etwas ist, was wir im Blick haben sollten, dass es uns mit Stolz erfüllen kann, wenn wir wenigstens ein bisschen bei allen Schwierigkeiten dazu beitragen, sozusagen für das gerade zu stehen, was wir nun mal auf dieser Erde sind. Jetzt weiß ich, da sind ganz viele benachteiligt. Und ich habe Frau Schindler sehr interessiert zugehört, als sie sagte, es war für mich eine tolle Sache, dass ich mir so sozusagen fast privilegiert unterstützt vorkommen durfte, als ich Care-Leaverin war. So habe ich jetzt verstanden etwa. Und das sei heute alles nicht mehr so. Also Sie haben das Wort privilegiert oder besonders gut ausgestattet, rundum vollversorgt, hatten Sie gesagt. Ich will das mir niemandem missgönnen. Aber die Frage ist auf der anderen Seite, ob in unserem Sozialsystem auch der Punkt eine Rolle spielt. Ich vermittle eine Zufriedenheit damit, dass jemand seine aus eigener Kraft auch unter schwierigen und widrigen Umständen etwas zu seiner Existenz und zu seinen Chancen beitragen kann. Spielt das gar keine Rolle bei diesen Jugendlichen? Wird das nicht vermittelt? Ist das illusorisch? Darauf hätte ich gerne Antwort. Von wem, bitte schön? Allen vier rundum Befürwortern der Komplettabschaffung. Ja, gut. Sagen Sie es mal nacheinander, bitte. Wenn Sie das Gefühl haben, das ist alles schon gesagt worden, können Sie das natürlich weitergeben. Ja, wen fangen wir an? Herr Dr. Hagen fängt an, bitte. Ich kann Ihren Gedankengang nachvollziehen. Bloß, es sind andere Entwicklungsaufgaben, wie ich sie erlebe. Ich habe mit den Jugendlichen tatsächlich andere Aufgaben zu erfüllen, als den Stolz sozusagen, dass sie was zu ihrem Lebensunterhalt herangezogen haben. Ich habe die Entwicklungsaufgabe Kontakt oftmals zu der Herkunftsfamilie, also wo sie herkommen. Ich habe die Entwicklungsaufgabe der mehrfach Benachteiligten, was ich eben angesprochen habe, sozusagen der Diskriminierung in den Lebenswelten, die sie erfahren haben. Ich habe mühsam den Versuch sozusagen, sie tatsächlich zu integrieren in die Ausbildungswege, die anderen Kindern offen stehen. Das heißt, der Stolz, was zum Unterhalt beizutragen, ist tatsächlich wesentlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ist jetzt nicht das Thema von den jungen Menschen. Das Thema von den jungen Menschen sozusagen ist es die Verselbstständigung und das zu einer so frühen Phase. Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen im SGB VIII mal angucken, das heißt, dass wir im 2018 Zunahme an 8a, also sozusagen Kinderschutzverfahren, um 9,8% haben, dann deutet das darauf hin, dass da andere Themen eine Rolle spielen im Rahmen des Kinderschutzes. Ja? Und wir haben ein Anwachsen nicht nur der Latenten sozusagen, sondern auch der festgestellten Kinderschutzverfahren. Das heißt, für diese jungen Menschen sind andere Herausforderungen zu bewältigen und dazu gehört es eben nicht die Kostenheranziehung im Rahmen ihrer Ausbildung. Dankeschön. Wer möchte als nächstes? Frau Schindler, bitte. Ja, vielleicht doch noch ein Wort zu dem Privilegiert. Das ging nicht darum, dass ich besonders viel Geld hatte, sondern es gab ganz viele gemeinsame Veranstaltungen. Wir sind zu Konzerten gefahren, wir haben unsere Wohnung gemeinsam eingerichtet und solche Sachen. Ja, und das war ein bisschen mehr darauf bezogen. Ich selber war in der Zeit nicht erwerbstätig. Das war auch noch zu JWG-Zeiten. Auch für mich endete es dann mit 19. Da war ich gerade mit der Schule fertig. Also insofern hatte ich diese Erfahrung gar nicht gemacht. Aber wie gesagt, es war wichtig, dieses Gefühl zu haben, etwas zu bekommen. Aber wenn Sie sagen, irgendwie diese stolz zu sein, auch sozusagen den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten, ich glaube, auch da kommt es vor allem auf den Kontext drauf an. Ich glaube, in Pflegefamilien, die wirklich die soziale Familie der Betroffenen geworden sind, ist es was Persönliches. Und da wäre es genauso wie in der leiblichen Familie. Man hält zusammen. Und es ist erfahrungsgemäß auch so, dass eben nicht unterhaltspflichtige Pflegeeltern häufig eben noch einspringen, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Nur das ist eine ganz andere Situation im Verhältnis zu den jungen Menschen, die eben dann auch in der Heimunterbringung leben und so weiter, in anderen Formen. Und ich glaube, man kann nicht anfangen, alles nochmal genau zu differenzieren. Ja? Und ich glaube, in Pflegefamilien ergeben sich viele auch andere Sachen. Aber wenn man eine Regelung macht, die grundsätzlich gelten soll für junge Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe, kann man darauf nicht abstellen. Und wenn ich in einer Heimeinrichtung lebe, dann habe ich nicht den Stolz, dass ich was zum Unterhalt da beitrage, weil das erfahre ich gar nicht. Ja? Deshalb ist es so ein bisschen das Gleiche, warum ich dann sagte, ja, wenn es darum ginge, welches Einkommen soll genommen werden, ich bin dann schon immer dafür, dass man etwas wählt, was pädagogisch nachvollziehbar ist, was bei den betroffenen jungen Menschen auch ankommt. Und ich glaube eben, in einer Heimunterbringung hätte das keinen Wert, das wird so nicht gesehen. Und wie gesagt, es ist ja häufig jetzt wirklich gesagt worden und deshalb auch von besonderer Bedeutung, die Möglichkeit, sich etwas anzusparen. Und ich habe jetzt gerade so mit Sorge vernommen, dass viele eben davon ausgehen, dass die Betroffenen letztendlich auch weiterhin in einem Sozialleistungsbezug, in Hartz IV oder Ähnlichem sein werden.
werden. Und eigentlich soll doch das Ziel sein, dass sie das nicht erleben müssen. Sie sollen auf eigene Füße gestellt werden. Und das bedeutet aber in diesem Lebensabschnitt auch wirklich ein Stück weit Ansparungen zu haben. Ja, man muss irgendwie eine Phase noch mal überwinden, wo man aus Ausbildung oder anderem noch nicht viel Geld hat und eben möglichst mit Ansparungen das ausgleichen kann. Insofern, da werden die Betroffenen stolz, wenn sie diesen Schritt schaffen, ohne zum Sozialamt zu gehen. Dankeschön. Frau Dr. Thiele, bitte. Kann ich mich dem nur anschließen? Es kam mir immer diese Idee, dass Jugendliche stolz sind, wenn sie zum Unterhalt der Familie beitragen können. Dieses Familienbild mag mal seine Richtigkeit gehabt haben. In der Gegenwart ist es aber eher zu bezweifeln. Wir erleben gerade auch als Bundesverband der Adoptivfamilien eher umgedreht, dass es viel häufiger normal ist, dass die elterliche Solidarität bis Mitte 20 und auch ein Stückchen darüber hinaus geht, um die jungen Menschen in ihren Ausbildungsgängen und in der selbstständig werdenden Phase zu unterstützen, solange es notwendig ist, ohne dafür erstmal die Hand aufzumachen. Weil andere Leistungen spielen in der Frage der familiären Solidarität die andere Richtung eher eine wichtigere Rolle, nämlich Hilfe bei bestimmten Sachen, die dann vielleicht mal im Haushalt, im Garten oder sonst wie was notwendig sind. Das heißt, da wird diese Frage der Unterstützung der Familie von den jungen Menschen zu den Pflegeeltern anders realisiert. Also Beitragen zum Unterhalt der Familie ist heutzutage eigentlich nicht mehr das Modell, was in den meisten Familien gelebt wird. Und das kann ich auch aus der Perspektive der Adoptivfamilien sehr wohl bestätigen. Das ist es nicht. Hingegen die Frage, ob man bestimmte Anschaffungen für sich selber selbst übernimmt, wie zum Beispiel auch ein Beispiel, was ich genannt habe, bestimmte modische Klamotten dann eben nicht von den Pflegeeltern sich kaufen lässt, sondern oder von den Adoptiveltern sagen, okay, das will ich jetzt haben und das finanziere ich mir selber. Das ist sicherlich auch ein Beitrag am familiären Gesamtunterhalt, aber es wird ja über diese Schiene gemacht. Dankeschön. Ganz kurze Nachfrage nochmal an Herrn... Frau Wiesmann, bitte, fürs Protokoll. Ganz wichtig. Natürlich. Also, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. An Herrn Professor Wiesmann nochmal. Wenn Sie das jetzt, diese Argumente gehört haben, Sie haben selber ja auch andere Aspekte gesagt, lernen, mit wenig auszukommen, können Sie das nochmal im Verhältnis zu diesen Punkten vielleicht setzen? Professor Wiesner, noch ganz kurz, bitte. Das ist natürlich eine Abwägung und ich sehe schon auch, das überzeugt mich schon, dass ich vielleicht in der Situation auch Geld brauche, um anzusparen. Trotzdem ist die Frage, muss ich deshalb völlig verzichten auf den Kostenbeitrag oder kann ich es nicht eben splitten und sagen, sowohl das eine und das andere? Vielen Dank. Wir kommen zur letzten Fragerunde der SPD-Fraktion und Frau Bahr hat das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Generell interessiert mich natürlich überhaupt von jedem Einzelnen die Empfehlung an den Gesetzgeber, wobei sie schon tatsächlich auch zum Teil auch rausgekommen ist, aber so eine ganz konkrete Empfehlung dazu. Aber vielleicht nochmal eine Frage an Frau Offer. Vielleicht habe ich es ja überhört. Gibt es eine Aufstellung über Kosten und Nutzen der Kostenbeteiligung, also gerade in Bezug auf Widerspruchsverfahren und eben die zahlreichen Ermessensfehler, von denen wir vorhin gesprochen haben? Und auch nochmal im Zusammenhang mit dem sogenannten Kostgeld an Frau Offer, aber auch an Herrn Professor Wiesner. Also meine Beobachtung ist ja, dass dieses sogenannte Kostgeld ja eigentlich abgeschafft ist. Also in dem Bereich, im Mittelklasse-Umfeld, um es so zu bezeichnen, gibt es ja so etwas eigentlich gar nicht, dass eben dementsprechend auch noch Kostgeld gezahlt wird. Also meines Erachtens weitgehend abgeschafft und wird ja eigentlich nur noch zwangsweise von den Sozialschwestern eingetrieben, eben über Bedarfssätze in Hartz-IV-Familien oder über die Kostenbeteiligung nach SGB VIII. Und einfach an die politische Frage, wäre es dann tatsächlich auch an der Zeit, grundsätzlich auch über diese Wirkung auch dieses Handelns generell auch nachzudenken, eben was zu ändern. Dankeschön, Frau Offer, bitte. Ja, also eine Aufstellung der Verwaltungskosten speziell zu diesem Punkt der Kostenheranziehung gibt es so nicht. Also wir haben natürlich die Zahlen zu den Hilfen zur Erziehung und auch wie viele Kinder und Jugendliche in stationären Hilfen sind. Aber das ist natürlich ein viel größerer Topf als diese spezielle Frage zur Kostenheranziehung. Insofern kann ich Ihnen da leider keine Zahl zu sagen. Herr Professor Wiesner, bitte. Also das ist ja auch deutlich geworden. Im eigenen Haushalt mit den Eltern ist die Situation sicher anders. Und das Unterhaltsrecht, auch wenn es am Papier steht, wird eben in aller Regel so nicht umgesetzt oder dass Eltern ihren Anspruch dann geltend machen.
Aber ich bleibe eben doch dabei, dass ich sage, ja, wenn ich hier einerseits eben diese Versorgung habe, dass ich dann eben lerne von dem, was ich zusätzlich bekomme, davon was einzusetzen im Hinblick auf die Zeit nachher, weil dieser Zeitraum ist ja irgendwann beendet und dann muss ich auf eigenen Füßen stehen und muss in der Lage sein, aus meinem kleinen Einkommen eben ja, Wohnung, Versorgung, Hobbys und so weiter zu finanzieren. Also dass es eine Vorbereitung für die Zeit danach eben ist oder sein soll. Dankeschön. Da war Frau Bahr. Ich habe zu Beginn noch mal gesagt, vielleicht von jedem kurze Empfehlung an den Gesetzgeber. Eine kurze Empfehlung an den Gesetzgeber. Fangen wir an, Herr Dostal, bitte. Ja, also ich spreche mich ganz klar dafür aus, die Heranziehung der jungen Menschen abzuschaffen, und zwar zu 100%. Die 25%, die genannt werden, ja, verstehe ich auf der einen Seite, aber das ist, wie gesagt, die Chance, nochmal den Zeitraum zu benutzen, in der Jugendhilfe was anzusparen für die Zukunft. Das ist nur in diesem Zeitraum möglich und das sollten wir den jungen Menschen zugestehen. Vielen Dank, Herr Dr. Hagen. Im Kontext des Antrages sozusagen 94, 92 und 91 SGB VIII tatsächlich zu verändern, Kostenheranziehung ganz abschaffen. Priorität hat eine Gesamtreform SGB VIII mit den inklusiven Hilfen, wo dann sozusagen die Kostenheranziehung auch Berücksichtigung findet. Dankeschön. Frau Schindler, bitte. Ja, wenn das jetzt die Wünscherunde ist, würde ich gerade noch mal mein Bedauern ausdrücken, dass wir jetzt nur über Heranziehung aus Einkommen gesprochen haben. Dazu gehört, und das hat, glaube ich, Herr Hagen auch gemeint, auch die Heranziehung aus Vermögen. Ich finde, da sollte man auch noch mal ganz deutlich hinschauen. Ich hatte jetzt zuletzt einige Fälle für junge Mandanten, die haben Leistungen aus Opferentschädigung bekommen. Und zwar in der besonders schrecklichen Situation, dass ein Elternteil den anderen Elternteil umgebracht hat und das Kind deshalb in Unterbringung gekommen ist. Dafür hat es Opferentschädigung bekommen, was Vormünder in solchen Situationen immer sehr gerne machen. Das ist das Schlagwort mündelsichere Ansparung. Das bedeutet, es wird alles auf schön auf ein paar Sparkonto gepackt, ohne Rücksicht darauf, dass wir inzwischen eigentlich alle wissen sollten, was passiert ab 18. Da kommt nämlich die Heranziehung aus Vermögen. Ja, und mittlerweile ist das BVG geändert worden in dieser Hinsicht. Auch Ansparungen aus geschütztem Einkommen wird dann zu einer Heranziehung aus Vermögen. Das heißt, für diese jungen Menschen war eigentlich dieses Vermögen plötzlich weg von der Jugendhilfe. Das fand ich persönlich ehrlich gesagt schamlos, aber es ist wirklich Anlass, auch noch mal dahin zu gucken, wie das mit dem Vermögen ist und der Heranziehung. Dankeschön. Frau Dr. Thiele, bitte. Also wir sprechen uns aus für eine Abschaffung des Kostenbeitrags für junge Menschen, einschließlich auch der Heranziehung aus Vermögen. Und als Zweites, wir möchten auch keine Zerstückelung des SGB VIII-Reformprozesses in lauter kleine Bausteine. Dankeschön. Professor Wabler, bitte. Also ich kann mich in der Sache Herrn Hagen und Frau Schindler anschließen, auch was so die Prioritäten angeht, punktuelle Regelungen, Gesamtregelungen. Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass das mit der Vollversorgung nur bedingt richtig ist, weil einmalige Bedarfe nur sozusagen auf Ermessen gewährt werden. Das heißt, es gibt keinen Anspruch darauf, dass ein Führerschein finanziert wird, wenn man den Führerschein für seine Ausbildung braucht. Insofern denke ich, dass es pädagogisch sinnvoller wäre, als so einen abstrakten Unterhaltsbeitrag einzuziehen, dann mit den jungen Menschen dahingehend zu arbeiten, wie wirtschafte ich denn mit dem Geld? Wo lege ich das sinnvoll an? Wofür investiere ich das sinnvoll? Und welche Ausgaben sind vielleicht auch nicht klug? Ja, insofern halte ich nach wie vor die Abschaffung für die klarere Regelung, die dann auch der Jugendhilfe größere pädagogische Spielräume geben würde. Dankeschön. Professor Wiesner, bitte. Ja, ich bleibe bei meiner Position, weil ich denke, es ist ein deutlicher Fortschritt, schon mal von 75% auf 25% zu kommen, der es dem jungen Menschen eben dann doch erlaubt, einerseits anzusparen, aber andererseits eben ein Stück weit zurückzugeben an die Institution, die eben insoweit für ihn sorgt. Und was Vermögen anbelangt, in der Tat, da müsste man auch darüber diskutieren, entweder ein Schonvermögen, die Heranziehung aus dem Vermögen kann auch nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Naja, und in der letzten Frage, ich spreche ja nur für mich selber, denke ich eigentlich, man könnte punktuell diese Themen durchaus vorziehen, weil die jungen Menschen dann jetzt schon was davon hätten und würde nicht 2 oder 3 Jahre, keiner weiß ja, wann welcher Entwurf mit welchem Ergebnis kommt, müsste nicht unbedingt so lange warten.
Dankeschön, Frau Offer, bitte noch. Ja, ich bleibe auch bei dem Punkt, dass wir sagen, die Herabsenkung der Kostenheranziehung können wir nur bei 50% unterstützen, einfach wegen des kohärenten Gesamtsystems aus SGB II, aber auch aus Unterhaltsrecht. Letztendlich sind doch sehr viele junge Menschen mittlerweile damit konfrontiert, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind und dass das Unterhaltsrecht für sie durchaus relevant ist. Und auch in den Familien gibt es sicherlich oftmals finanzielle Situationen, wo durchaus ein Beitrag von den Auszubildenden, von den jungen Leuten erwartet werden muss, weil das Einkommen der Eltern es vielleicht auch gar nicht anders ermöglicht. Insofern denken wir, es muss auf jeden Fall eine Veränderung mit Blick auf die angrenzenden Systeme vorgenommen werden, die das nicht vollkommen außer Acht lässt. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Anhörung. Ich danke den Sachverständigen, dass sie heute hier waren. Ich danke den Besucherinnen und Besuchern auf der Bühne, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Ja.